So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und einer ganz anderen Modifikation. Heute mal die Saarland-Modifikation, die ich absolut null kenne. Ich habe absolut null Ahnung vom Saarland und ich habe absolut null Ahnung von dieser Mod. Und das sind ja natürlich wie immer die besten Voraussetzungen für ein qualitativ hochwertiges Video. Und deshalb schauen wir uns das mal an. Die Mod ist von einem meiner Mods tatsächlich. Ich glaube, reskinned worden oder wie nennt man das? Nochmal aufgefrischt worden. Nämlich vom Gecko. Das ist, oder er ist Mod bei YouTube, bei Twitch, bei Discord, eigentlich so ziemlich überall, wo ich aktiv bin. Spielt er so ein bisschen den Mod für mich, dass keine bösen Buben in meinen Chat sind. Was auch sehr freundlich ist. Danke in der Richtung dann nochmal. Ich habe schon herausgefunden zu der Mod, dass wir hier unser Fahrzeug anscheinend alarmieren, was hier echt gar nicht mal so wenig sind, muss ich einfach mal sagen. Das ist ja echt, ja, okay. Da musst du schon durchblicken. Warum seid ihr ohne Sonder gekommen? Was soll denn das? So, pass auf. Wie funktioniert das jetzt hier? Muss ich denn? So, könnt ihr euch Verteiler, können wir so setzen? Zumischer, okay, pass auf, ich will erstmal einen Verteiler. Ah, gut, wir brauchen ja bloß einen, ne? Oder muss ich den so direkt? Okay, das mag er nicht, ne? Dann holen wir erstmal einen Schlauch, das kann ich. Habe ich schon PA-Träger? Ja, hier habe ich schon zwei Stück. Ah, jetzt, ah, okay, ah, ich verstehe. War das Verteiler? War das jetzt der Verteiler? Das ist kein Verteiler. Ah doch, das ist ein Verteiler. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber kriegen wir hin. Ich habe hier noch das TLF mit alarmiert. Sounds sind natürlich wieder mal on fleek. Ja, wir haben jetzt hier sowieso nur diesen Vegetationsbrand. Die Frage ist, haben wir einen Wasserstand? Läuft das hier über ein Wasserskript? Ich habe absolut keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe spiele lieber zum allerersten Mal. Hier war da jetzt der Einsatz da oben, ne? Und Werfer benutzen, das ist gut. Oh, mal ein anderer Sound für einen Werfer. Ich bin ja begeistert, Gekko, hast du gut gemacht. Was ja tatsächlich ganz cool ist, ist die Map, muss ich einfach mal sagen. Ich denke mal, die ist zum größten Teil noch original, aber auch so kleine Eyecatcher, wie das der Heli hier steht. Ist einfach mal ganz nett. Boah, die Sounds wollen mich heute ärgern, ne? Die werden bleiben nicht leise. Atemschutz anlegen. Was man halt auch wirklich deutlich sieht, das ist halt eine alte Mod, das muss man einfach mal dazu sagen. Ich weiß auch nicht, was er genau geändert hat. Ich verlinke euch den Changelog bzw. den kompletten Support-Thread und auch natürlich den Download-Link unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die Mod selber mal anschauen. Wie gesagt, ich gucke die mir zum allerersten Mal an. Oh, BMA. Ich höre eine BMA. Was soll das denn? Wie gesagt, wenn ich hier absoluten Schluss erzähle, schreibt es gerne in die Kommentare. Ach, ist hier noch eine BMA ausgelöst? Das ist ja interessant. Na gut, wir gucken mal. Was haben wir denn? Ja, los, komm. Ein ELW. Ein ELW ist immer gut. Wir brauchen. Wie fahre ich denn da am besten? Am besten hier so hin, ne? Ich möchte ein ELW. Ich möchte. Ach ne, HLF ist raus, ne? DK ist natürlich wichtig. Habe ich denn noch irgendwie sowas? Das Eiswache 1. Ich habe keinen. Ah, hier, guck mal. Das LHF Reserve fährt mit. Die kommen wohl anscheinend alle aus einer Wache. Also, das ist wirklich eine komplette Wache, wo dann halt einfach die Fahrzeuge rausfahren. Gut, ja. Ist halt, das war, glaube ich, früher so der Standard. Vielleicht, Gecko, kannst du ja dich daran nochmal ansetzen, dass du das nochmal änderst, dass man vielleicht unterschiedliche Wachen hat. Ich weiß aber nicht, vielleicht möchtest du das ja auch so haben, dann ist das vollkommen okay. So, wie baue ich denn das jetzt ab hier? So. Ah, so baue ich das anscheinend ab. So, dann dürft ihr tatsächlich auch mal da einsteigen. Warte mal, so, zack. Ja, natürlich auch. Und dann darfst du schon mal nach Haus fahren. Du kannst dein. Ach ne, was habe ich denn jetzt gemacht?
Ah, ich kann umschalten zwischen Monitor und Schlauchanschluss. Okay. Interessant. So, dann gucken wir uns mal die BMA an. Ich sehe jetzt irgendwie kein Feuer bzw. auch keine Rauchentwicklung. Deshalb denke ich mal, wird das ein Fehlalarm sein. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um auf die Modelle. VU. Nett. Oh, Banküberfall. Das ist auch mal langsam gut hier. Ah, Gecko, ich habe einen Fehler gefunden. Guck mal hier. Fehlt das Modell. Nicht so schlimm. Wir probieren das trotzdem weiter. So. Was haben wir denn? Ah, ich war zu weit. Ich war doch noch doof. Ich war doch viel zu weit. Aber die sind Gott sei Dank relativ zügig fort. Wir haben kein Feuer. Das bedeutet, ihr könnt erstmal einrücken. Allerdings müssen wir zum VU. Das ist sogar mal heftiger VU, ne? Nettes Auto. Sieht aus wie so ein Supra, ne? Wobei von hinten sieht es wieder nicht so aus. Wir gucken. Ich brauche das LHF oder HLF 2016. Ich möchte den Rüstwagen haben, den RB2. Ich möchte haben. Was gibt's denn noch? ELB? Ja gut, ELB ist ja gerade draußen. Ja gut, dann können wir halt noch das Reserve-HLF mit dazu holen, aber ist ja auch gerade draußen. Ah, Wache 2. Ah, okay, guck mal, da bekommen wir doch noch. Wache 2, die haben doch bestimmt auch ein HLF. Natürlich brauche ich dann noch Rettungsdienst. Ein NEF mit vor Ort. Und zwei RTWs, würde ich sagen. Oh nein, Strobel. Gecko, schäm dich. Was muss ich beim Banküberfall machen? Muss ich da rein? Hier haben wir auch einen kleinen Fehler. Hier fehlt die Blaulichtanlage. Hat er ja. Wir knallen den einfach ab und dann hat sich das Thema. Finde ich gut. So, dann gucken wir mal da rein. Ach, hier vorne ist der Eingang. Guck mal, er hat sogar eine Knarre, ne? Ja, abknallen finde ich gut. Das ist okay. Dann brauche ich immer noch einen RTW hin. So, Thema VU. Können wir erstmal soweit hoffentlich abarbeiten. Ich verstehe zwar nicht, warum die alle mit ohne Sonder fahren. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Gibt es hier einen Feuerwehrkran? TLF. HLF, ELB. LF16. Oh, LF16, der ist auch schön. GW, TSF. Oh, es gibt sogar einen TSF. Oh, das war jetzt aber zügig. So. Wer von euch? Du hast das. Dann kannst du den LKW schneiden. Andersrum wäre natürlich sinnvoller gewesen, aber hey. Der Klassiker, ne, man kennt's. Notfallrucksack. Oh, ihr könnt sogar einen Feuerlöscher nehmen. Das ist ja interessant. So. Bleibt ihr mal kurz an der Seite. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Pullbegleitung? Ich vermute es mal nicht. Achso, du kannst auch noch rausfahren. Was ich ganz geil finde, ist dieses Skript mit der Umleitung, dass die Feuerwehr quasi die Straße sperren kann, um dann die Fahrzeuge umzuleiten. Finde ich gut tatsächlich. Jetzt habe ich gar nicht. Abschleppfahrzeug, Servicewagen, Servicewagen, Unfallhilfsfahrzeug. Achso, Deutsche Bahn, okay. Bergefahrzeug. Bergefahr. Ja, Kran, hallo. Den brauchen wir doch hier bestimmt. So. Der Rettungswagen hat ein Treffen. Dann können wir uns damit auch mal befassen. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung von der Mod. Erste Hilfe leisten, Patient. Wie kriege ich denn jetzt bitte die Trage? Ja, Zuschuss interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Ich kann doch bestimmt irgendwie eine Trage holen, oder? Was haben wir denn da? Hier habe ich nichts. Personen transportieren. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die Trage bekomme. Das ist natürlich. Ist natürlich jetzt nicht so cool. Wie bekomme ich denn die Trage? Hilfe.
Patient behandeln. Erste Hilfe in Fahrzeug einsteigen, Person wegführen. Ah, da steht's auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut, man hätte das Symbol aber auch ein bisschen anders legen können. Aber gut, nicht so schlimm. Alles halb so wild. Brauche ich hier? Ne, brauche ich nicht. Dann hol mal eine Trage bitte raus. So, du kannst einsteigen und eigentlich dann tatsächlich schon mal nach Haus fahren. Die Frage ist, war der allein? Ah ne, hier bist du, ne? Du gehst. Ach ne, du bist normaler. Wo ist denn hier der andere? Hier, da. Ach, guck mal, das Bergefahrzeug ist da. Sehr schön. Dann kannst du erstmal hier hinfahren. Und wir, würde ich sagen, transportieren ganz fix schon mal die Leute hier ab. Was mir jetzt natürlich fehlt, ist dieser Status 1, ne? Damit ich nicht alle einzelnen Personen wieder ins Fahrzeug setzen muss, weil ich bin ja so ein kleiner fauler Mensch. So, dann haben wir bei den Bankräubern mal schnell kurz einen Prozess gemacht. So muss das sein. So, dann gehst du hier, ne, du gehst hier hin. Und du setzt dich da rein. Oder gibt es hier irgendwie sowas? Warnblinklicht, Sonnensignal, Blaulicht? Ne, gibt es anscheinend nicht irgendwie so eine Status 1 Funktion. Das wäre natürlich ganz nett. Aber wenn es das nicht gibt, dann ist das halt so. Wie gesagt, die Mod ist ja auch schon ein Stück weit älter. Ne? Das ist ja nicht so, dass das jetzt eine brandneue Mod ist. Absitzen. Kann ich ins Krankenhaus fahren oder muss ich einfach nur alle ins HQ? Ich denke mal alle ins HQ, ne? Wie gesagt, kann sein, dass ich mich hier vielleicht minimal doof anstelle. Seht's mir nach, das ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass ich diese Mod spiele. Tatsächlich, man mag es mir kaum glauben. Macht seit 2 Jahren Emergency-Videos und kennt trotzdem noch nicht alle Mods. Aber das ist halt nun mal so. Jetzt bin ich ja tatsächlich mal auf den Kragen gespannt, wie der animiert ist. Oh, sogar recht smooth, ne? Ist okay. Ist okay. Ja genau, du musst dann natürlich jetzt durchhämmern, ne? Da muss man ja mit dem... Ja, wo legst du das jetzt hin? Jetzt kommst du, leg da hin. Aber nicht auf meinen RW drauf, dann gibt's Hauer. So, jetzt brauche ich natürlich noch Abschleppfahrzeuge. Pannenhilfe? Ne, Abschleppfahrzeuge. Ah, Pannenhilfe, ich frag mich bloß, für was die wirklich genau da ist. Ob das da irgendwie wirklich was, ob man damit was machen kann oder ob das vielleicht für defekte Einsatzfahrzeuge ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch damit ein bisschen besser auskennt als ich. Was wahrscheinlich kein Wunder wäre. Achso, wir müssen ja noch Öl machen, ne? Pegelbrand! Wo? Oh, nette Baustelle. Wo ist denn jetzt hier der Pegelbrand? Da. Was schicken wir denn da hin? Was haben wir denn noch hier? Ja, LF16S wäre vielleicht ein bisschen. Ich möchte halt auch ein bisschen mal alles so durchprobieren, ne? LF16S. Oh, aber geil runter, aber. Nice. LF16 macht auch keinen Sinn. Ich brauche halt was mit Wasser. TSF. Oh, Vario, ne? Auch nicht schlecht. Es gibt viele Fahrzeuge, die keinen Wassertank haben hier. So, ich weiß nicht, ob das alles ist, aber ach ne, das ist FF dann tatsächlich alles. Hm, na gut, dann muss ich ja doch nochmal die BF alarmieren und wir gucken natürlich direkt nach dem Gebäudebrand. Was haben wir denn da? Oh, das sieht mir sogar nach einem A-Lad relativ heftigen Gebäudebrand aus. Dann einmal den Elbe hier hin. Das HLF ist leider noch nicht einsatzbereit, deswegen den Rüstwagen. Das TLF, dann das KEF brauche ich jetzt eigentlich nicht. Was habe ich verkackt? Fahrzeugbau, war ich da wirklich zu langsam? Oh. 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 Ach komm, da holen wir das LF16T erstmal mit raus. Und wo ist denn bitte...
Ja gut, dann kann der nämlich weiterfahren. Zwar nach hier. Und wir kümmern uns jetzt darum. So, jetzt brauche ich natürlich noch Bindemittel, ne? Verteiler. Oh, Höhenrettung gibt es ja auch. Okay. Atemschutz. Zumischer. Bitte, wer macht denn hier dieses wer macht denn hier bitte das Öl weg? Gibt es da irgendwie ein besonderes für? Ich habe halt gerade bisschen Zeitdruck hier, ne? Pass auf. Du nimmst das schon mal auf und du kannst dich dann darum kümmern. So, Gebäudebrand. Oh ja, der ist schon echt gut im Gang. ELW hat Eintreffen. DRK hat Eintreffen. DRK könnte ich eigentlich gleich hier so hinstellen, dass die da mit löschen kann. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die DRK auch nicht eingespeist werden muss. Das war ja so der Klassiker. Was haben wir denn hier? Ne, genau. Die muss nämlich dann auch nicht eingespeist werden. Das ist natürlich bisschen, macht es natürlich ein bisschen einfacher, ne? So, das LF16 dafür in den, oder LF16 TS, was ist es nun? Dafür in den Hinterhof fahren. Dann möchte ich zwei, die sich direkt mit PA ausrüsten. Ach, stimmt, es gibt ja kein Wassertankskript, ne? Oder gibt's das? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn das aus beim LF16 CS, was ja eigentlich keinen Wassertank hat? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Ach, schon wieder? Leute. Okay, wir können auch mit dem LF16 CS arbeiten. Sehr schön. Ach stimmt, ich brauche ja noch einen Abschlepper, ne? Ja, muss ich das hier nicht wegmachen, das Öl? Ich bekomme es zumindest noch angezeigt, aber ich weiß nicht, wie ich es wegmachen kann. Zumischer. Ich sehe jetzt tatsächlich nichts und ich. Servicewagen, was kann so ein Service? Techniker. Techniker, Unfallhilfe, ja. Servicewagen, also ich denke nicht. Einsatzbus, Pannenhilfe. Tja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie ich das wegbekomme. Wir ignorieren das dann einfach mal gekonnt, ne? Wir schicken hier, wie gesagt, noch den einen hin. Kollegen, schick schon mal nach Hause. Und das ist doch wieder die gleiche Bank. Das ist ja wohl ein schlechter Witz, ist das. So, dann hier zwei Streifenwagen erstmal hin. Was macht unser Feuer? Gebäude brennt schon aus. Ernsthaft? Ja, wo war der? Ach, der war hier unten, ne? Ja, schön. Das ging ja doch relativ zügig, ne? So, dann packen wir das einmal weg, den ganzen Spaß hier. Schön, dass man ja auch so ein LF16 TS als vollwertiges Löschfahrzeug nehmen kann. Nein, 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 das, nein, 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 das solltest du doch gar nicht. Raus! Ihr sollt einsteigen in die Höhle. So, perfekt. Dann hätten wir das. Tja, ich weiß nicht, wie ich es wegbekomme. Keine Ahnung, vielleicht geht das von allein weg. Vielleicht, aber hier sind ja auch noch tatsächlich Objekte gesetzt. Das fahre ich gleich. Ich muss erstmal ja Leute festnehmen.
Man musste auch mal, jetzt ist eine Dame, die ihr die Bank überfallen wollte. Die Bank ist sehr beliebt. Aber wir haben es diesmal ohne Blutbad hinbekommen. Ja, aber manchmal muss man auch einfach mal die harte Schiene fahren, ne? Das geht einfach nicht anders. So, was haben wir denn hier? RTN. Ist das in einem Gebäude? So, dann noch ein RTW dazu. Perfekt. Oh Gott, das ist da unten, ne? Das Lustige ist, der VU gilt auch als abgearbeitet. Also von da. Wo fährst du denn lang? Du bist ja definitiv falsch, Kollege. Oh. Ey, was ist denn hier mit der. Nicht doch. Nicht doch. Das will doch keiner. Aber schön, dass er noch bis jetzt alleine ist. So, wir holen uns mal die B-Pool mit dran. Oh, hier fehlen noch Türen. Gaggo, gesehen. Wieso fahren die eigentlich alle ohne Sonder? Die jetzt doch wieder ohne Sonder. Muss ich das selber einstellen? Oh, ach, das hier dahinter. Die Dame hat sogar schon geschrien. Beeil dich mal. Was? Das war auch eng. Was ich ja tatsächlich finde, so alte Karten oder ältere erstellte Karten fühlen sich irgendwie oder sehen immer so ein bisschen dunkel aus, ne? Oder wirkt zumindest nur so. Verzeihung. Oh, holy shit. Das sind jetzt ein paar mehr, ne? So, hat sie erledigt? Ja, perfekt, ne? Ich glaube, das Thema hat sich dann tatsächlich erledigt. Fahren wir kurz nach Haus mit den meisten Fahrzeugen. Die Bepo bleibt mal noch vor Ort. Im Falle ist es doch noch nicht erledigt. Man muss ja schon sagen, das bei der Dame ja war ja schon eine enge Kiste, ne? Und ich würde sagen, das nehme ich auch als letzten Einsatz. Wir haben uns jemand angeschaut. Wie gesagt, Video. Sprachfasching ist wieder mal on point. Download-Link ist in der Videobeschreibung, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, da könnt ihr euch selber die Mod runterladen und spielen. So, wir nehmen den Kollegen mal noch auf. Geht das schon? War vielleicht ein bisschen zeitig, ne? Den Überfall zum dritten Mal fahre ich jetzt nicht. Wie gesagt, sollte nur ein kleiner Überblick sein. Wenn euch die Mod gefällt, Download-Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt die obligatorische Discord-Werbung vergessen, ne? Wenn ihr Bock auf Discord habt, kommt auf meinen Discord. Das ist kostenlos. Auch da ist der Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videostreams. Was auch immer wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.